Herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2. Ja, ihr seht, wir sind hier nach wie vor beim Schamanen auf Tuchanka, wo wir jetzt dieses Initiationsritual für Krunt durchführen wollen. Gehen Sie weg. Ja, deshalb würde ich sagen, sprechen wir mal mit dem Schamane. Sie überschreiten Ihre Grenzen, Getatak Ulvenk. Die Riten der Ordnung gehen vor. Woher wissen wir, dass es überhaupt zum Kampf kommt? Er ist nicht natürlich. Die Bestien des Ritus ignorieren ihn vielleicht wie einen Klumpen Plastik. Sie erkennen Blut, egal aus welchem Schoß es kommt. Ihr Bellen hilft ihnen hier nicht weiter. So ist es. Ich werde für mich selbst sprechen. Ist das die Tankzüchtung? Sehr lebensecht. Hat sogar den richtigen Geruch. Ihre Proteste klingen hohl, Uwenk. Ödnat Rax hat uns die Genehmigung erteilt, um den Clan-Status für Grunt zu bitten. Genehmigung? Das ist ausreichend, wenn auch ohne Kampfgeist. Wenn das hier so traditionell abläuft, dann beantrage ich eine Verweigerung. Mein Clan steht gegen ihn. Er hat niemanden. Meine Geduld ist strapaziert, aber Uwenks Antrag ist berechtigt. Grunt, wo ist Ihr Clan? Ihre Verbündeten, die in ihrem Namen bereit sind zu töten und auch zu sterben. Grunt, klingt alles gleich, mein Gott. Klingt doch alles gleich. Wir stehen als Kameraden jederzeit an Grunts Seite. Kameraden sind zwar eigentlich nicht dasselbe, aber ich gestatte Ihnen als Aliens diese vereinfachte Interpretation. Aliens wissen gar nicht, was Stärke ist. Meine Anhänger sind echte Kroganer. Grunt ist eine einzige Lüge. So nicht, Freund. So nicht. Sie wagen es. Sie schon. Dieser Mensch gefällt mir. Er hat's begriffen. Ich ziehe meine Verweigerung zurück. Wir werden das woanders zu Ende bringen. Genau das wollte ich hören. Sie haben sie provoziert. Ein guter Grund für mich, sie sympathisch zu finden. Die sind jetzt ihr Problem. Wir sind bereit. Es kann losgehen. Großartig. Da freust du dich, gell? Da freut sich der kleine Schamane. Also dann, lass das Ritual beginnen. Nach dem Ladebildschirm. Der hoffentlich gleich zu Ende ist. Ja, Grunt und Miranda. Grunt und Miranda, wer denn sonst? Punktemäßig Post ist auch so. Wie das alles aussieht. Kennen wir die kurze Sequenz nicht? Egal. Das ist die neueste Narbe, die Tuchanka davongetragen hat. Die letzte Oberflächenstadt, die während der Rebellionen gefallen ist. Der Schlüsselstein befand sich in ihrer Mitte. Sie hat Kriege und den Fortgang der Jahrhunderte überdauert. Sie hat Bestand, wie die Kroganer. Naja, ist doch ganz ordentlich. Ordnord-Clan anschließen möchten, müssen sie über den Schlüsselstein und seine Prüfungen nachsehen. Was passiert dann? Wer weiß das schon. Sie müssen sich anpassen und erfolgreich sein, welche Situation sich ihnen auch bietet. Wie jeder wahre Kroganer. Also wenn wir das Kroganische mal ins Deutsche übersetzen, wir sollen kämpfen. Fangen wir an, Chef. Erstmal gucken wir uns hier um, weil wir können hier nämlich noch Schnauze-Grunt. Wir können nämlich noch ringsrum ein paar Credits sammeln. Da kommen wir dann später, wenn wir das Ritual voll durchziehen, nehme ich nicht mehr dazu. Deshalb machen wir das jetzt schnell. Fangen wir an, Shepard. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Wartet doch die Zeit ab. Jung. Erst nehmen wir nämlich noch die Turbine hier. Zack, zack. Das und das. Das und das. Bist du ruhig? Ich hab zu tun.
Jetzt können wir anfangen. Zuerst erobern wir die Togata Tushanka und machten sich eine Natur untertan, in der nur wir bestehen können. Alter. Der Stärk hat gerade erstmal konsequenten Sound gekillt. Aber warum? Nicht, dass es jetzt hier so Soundbugs wie beim Shadow Broker DLC sind. Das finde ich höchst uncool. Wo kommst du denn her hier? So muss es sein. Hör ich doch. Da, diese Bestien sollen wissen, dass ich würdig bin. Noch welche? Raffiniertes Platin. So muss es sein. Und noch ein paar Energiezellen. Auf den Boden, sofort. Was tust du hier? Ich sehe sie. Sie werden alle sterben. Na du, heute schon gestorben. Schade, dass wenn man die mit der Muni einfriert und dann hochschmettert, dass sie nicht zerfallen irgendwie so. Ist das so ein 1000 kleine Splitter, das wäre richtig geil. Aber man kann nicht alles haben. Noch welche? Ja, da hinten kommen sie. Da komm ich. Ich bin bereit. Das freut mich für dich, Grunt, wenn du bereit bist. Ich werfe sie um. Oh. Du hättest weglaufen sollen. Jetzt geht's auf den Grill. Nice, Grunt. Nice. Ohne Scheiß, der Spruch war nice. Grunt, der Spruch war richtig genial. Alter, wie viele waren denn noch? Schlüsselstellen aktivieren. Okay. Dann wurden die Kroganer zu den Sternen empfohlen, um die Ängste einer Galaxie zu vernichten. Ein Feind. Jedes Mal, wenn es das Ding runterhaut, zerhaut's. Hallo, was bist du denn? Zerhaut's den Ton. Finde ich nicht in Ordnung. Bereit machen! Ach, die Viecher, wie ich sie hasse. Ich hasse diese Viecher. Die Leber überleben ohne Biotik-Explosion, ey. Der Frost scheint den gar nichts auszumachen. Zumindest nicht viel. Allgemein Biotiken machen denen nicht wirklich was aus den Viechern. Das ist nicht sehr schön. Das ist überhaupt nicht schön.
welchem Recht überleben die Biotech-Explosion? Ich will das nicht. Verdammte Axt. Los geht's! Ja, komm her, ich soll es so, dass ihr da seid. So, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ihr sollt verrecken. Dann nicht so schwer zu verstehen hier, verdammte Axt. Dann sind auch noch Energiezellen. Wusste ich gar nicht. Ich wirklich nicht, dass da unten auch noch Energiezellen sind. Wieder was dazugelernt. Aufpassen! Und es nimmt kein Ende mit den Viechern. Finde ich nicht in Ordnung. So, war das jetzt der letzte? Gut. Sehr gut. Wir müssen den Schlüsselstein aktivieren, um das Ritual fortzusetzen. Wenn du es weißt, warum machst du es denn nicht selber, Grunt? Traust dich nicht, ja? Der Schlüsselstein. Nun tragen alle Krogader die Genophane in sich. Unsere Belohnung und unsere... Und der Sound ist... weg. Ich weiß nicht warum. Ich weiß echt nicht warum. Da müsste Kisch wiederkommen. Und da ist er wieder. Das alles vibriert. Ich bin bereit. Na komm, ich weiß, dass du da bist. Kleiner Trashlund. Ich weiß doch, dass du hier irgendwo lebst. Komm, zeig dich. Keine Pussy. Komm! Zeit zu kämpfen! Da ist er, der Kleine. Wir können entweder die 5 Minuten aushauen oder ihn töten, aber ich bin... Ich bin fürs Töten. Ich bin wirklich, wie gesagt, fürs Töten. Autsch. Ja, das Viech macht schon ein bisschen Aua. Regeneriere das Schild auch mal. Verbrennung macht jetzt nicht so viel Schaden. Alter, das Vieh kackt an uns vorbei, aber trifft uns, ne? Das war jetzt nicht so toll. Aber es crasht down. Aber wir auch, wenn wir nicht aufpassen. Jetzt kommt. Ja, direkt auf den Arsch. Na komm. War's das? Jawohl. Da war er tot. Gut, Ritus erfolgreich abgeschlossen, würde ich mal sagen. Wir bekommen Gesellschaft. Gut. Ich will mehr. Sie sind am Leben. Und sie haben den Dreschlund besiegt. Das hat seit Generationen niemand mehr geschafft. Der letzte war Erdnod Rex. Ja, da wissen wir, von wem wir gelernt haben. Stärke jenseits meiner Gene verliehen. Und die sind schon verdammt gut. Das wird zu Diskussionen führen. Ich frage mich,
Sie behaupten, sie seien rein? Und kein Alien war an ihrer Herstellung beteiligt? Nur der Warlord O'Keer? Sie schon. Die besten Eigenschaften der Kroganer sind in Drunt vereinigt. Er wurde erschaffen, um perfekt zu sein. Das Problem ist, dass er erschaffen wurde. Aber nicht von Aliens. Und er ist wirklich sehr stark. Es wäre vermutlich ein tolerierbarer Mangel. Mangel? Ein was? Ein Grund, sie zu akzeptieren. Sie sind ein Fehler, aber ihr Potenzial könnte das derzeitige Gleichgewicht der Clans kippen. Sie spucken auf den Namen meines Vaters und auf Shepard. Und nur weil ich stark bin, hören sie plötzlich auf zu schimpfen? Mit Einschränkungen. Sie könnten natürlich keinen Nachwuchs zeugen oder auf einem Alienschiff dienen. Aber zumindest dem Namen nach wären sie Teil des Clans. Was machen wir, ne? Es ist Ihre Entscheidung, Grant. Und sie scheint Ihnen leicht zu fallen. Das ist das Problem. Ich bin ein reiner Kroganer. Uweng, Sie sind der Heuchler. Ihr Kopf ist lebendig ebenso viel wert wie tot. Das dann riecht nach einem Kampf. Sich doch. Sag ich doch. Können wir unser Spielzeug jetzt auspacken? Alter. Wir hatten dann noch von seiner Seite. Oh Freundchen, du wolltest ja nicht anders. Wir sollten am Schlüsselstein das Signal geben, damit wir hier wegkommen. Wer kann hier verrotten? Ist so. Tja. Ne? Den Initiationsritus bestanden und damit Anrecht auf die Ehre, zu einem Clan zu gehören und einen Namen zu führen. Hooray! Viele überleben, aber es ist Jahre her, seit ein Dreschlund gefallen ist. Ihre Namen sind dadurch unsterblich. Hooray! Sie sind jetzt ein Ordnord. Sie dürfen Besitz erwerben, der Armee beitreten und sich für den Dienst unter einem Kriegsmeister bewerben. Das klingt doch gut. Shepard ist mein Kampfmeister. An ihn kommt keiner heran. Verstehe. Glückwunsch, Ordner Grunt. Nehmen Sie dieses Geschenk von Fortek an. Seine Waffen sind die besten, die wir haben. Ich glaube, wir dürfen uns geschmeichelt fühlen. Ich gehe jetzt. Mögen Ihre Gegner stark genug sein, Sie wachsam zu halten. Das sind Sie. Mach dir mal keine Sorgen. Das geschafft, ne? Könnten wir sagen, wir haben T'Chanka abgeschlossen. Dass die Tankzüchtung und der Mensch einen Dreschlund erledigt haben. Mal gucken, was Rex dazu sagt. Sie müssen einfach immer Ärger machen. Seit meinem eigenen Ritus hat keiner mehr einen Schlund getötet.
Als nächstes erzählen sie mir noch, dass er 5 Eier hat und dunkle Materie scheißt. Ist vielleicht so. So ungefähr stelle ich mir einen vor, der mich irgendwann mal ersetzt. Sie sind jetzt Erdnut Grant. Willkommen. Hui. Schön, Sie zu sehen, Rex. Können Sie uns wirklich nicht begleiten? Ich würde ja gern, aber ich muss die kurzsichtigen Narren hier auf Kurs halten. Viel Erfolg bei der Jagd, Shepard. Den werden wir haben. Ja, da würde ich sagen, war es ja jetzt erstmal hier von T'Chanka und Umgebung. Eigentlich wollte ich jetzt wieder eine längere Folge machen, ich habe es versprochen, aber ich will jetzt nicht noch sinnlos ist relativ, jetzt schon eine neue Mission anfangen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Und mit Planetenscan will ich euch jetzt auch nicht unbedingt nerven. Ertz, was machst du da? Vögelst du die Flamme? Finde ich in Ordnung. Nee, Spaß. Dann, wie gesagt, obwohl ich es versprochen habe, beenden wir die Folge jetzt an der Stelle. Ich bedanke mich immer recht herzlich fürs Zusehen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.